Jo, servus Leute. Mein erstes Indoor-Video in der neuen Wohnung. Ich hoffe, der Ton ist halbwegs in Ordnung. Ja, wie der Titel vom Video schon verrät, geht es hauptsächlich um ein neues Messer. Aber ich möchte auch etwas ausholen. Also Messer, die wie für einen gemacht sind, die einem, kann man sagen, ein Leben lang etwas bedeuten, begleiten, je nachdem. Zum Beispiel diese Messer hier, die sind ja wie für mich gemacht. Also die haben alles, was mir an Messer, an einem Messer so wichtig ist. Danke, Schatzi. Prost. Ja, ein Bierchen muss auch dabei sein. Prost, Leute. Also ihr wisst bestimmt, was ich meine. Bei einem EDC-Messer eben zum Beispiel, ja, da gibt es für mich kaum etwas Besseres als eben so ein Paramilitary 2. Das ist jetzt mein Haupt-EDC-Messer, ja, seit ich es habe. Und das begleitet mich, ja, generell ein Paramilitary 2, eben nicht genau dieses Modell, aber eben generell ein Para 2. War und ist eben für mich immer schon ein Messer, ja, das mich von Anfang an begeistert hat, seit ich das erste Mal ein Para 2 eben hatte. Ein richtig cooles Teil einfach. Will ich nicht mehr darüber zu erzählen, habe ich schon oft genug gemacht, darüber geschwärmt und so weiter. Ja, im Set Victorinox Kompakt eben gibt. Es geht für mich eben kaum besser. EDC-technisch feststehendes Messer, ja, Design einfach, gerade deshalb so genial. Eben ähnliches Design wie verkniffen F1 eben. Ja, F1. Also wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß ja etwas über meine Messerleidenschaft, so Bescheid, über meinen Geschmack und so weiter. Und der F1 Paramilitary 2 geht für mich einfach kaum besser. Die Geschmäcker sind logischerweise verschieden, was natürlich gut ist, aber das sind einfach so. Ja, das trifft einfach genau meinen Messergeschmack. Und diese Woche am Dienstag, ja, hat mich ein Messer erreicht, das mich eben auch, ja, seit meine Messerleidenschaft richtig neu entfacht ist, kann man sagen. Ja, bedeutet mir dieses Messer einfach sehr viel. Und das ist ein Large Spencer von Chris Reeve Knives. Hier jetzt in dieser Ausführung, ja, hier ist es drin, hole ich gleich raus. Zuerst machen wir noch kurz den Papierkram hier durch und erzähle dann etwas, warum, wie und so weiter und so fort eben. Ja, das Tuch von Chris Reeve Knives, ja, wer Chris Reeve Knives kennt, der weiß ja den Lieferumfang. Ja, Imbusschlüssel ist natürlich auch dabei. Der findet sich in einer Schublade. Das Messer habe ich schon einmal zerlegt gehabt. Also, ja, kommt richtig schön daher eben. Large Spencer. Top Point, ja, und so weiter und so fort. Da. Ja, ich bin immer noch etwas hin und weg, auf jeden Fall super, super glücklich natürlich, dass ich das Messer jetzt habe. Okay, also das hier jetzt mal zur Seite und jetzt zum Messer selber. Ja, also hier ist das gute Stück. Und glaube ich, sehen so ziemlich nagelneu.
Ja, ich öffne es immer noch vorsichtig mit zwei Händen. Wie gesagt, so ziemlich nagelneu habe ich auf einem Messermarkt gesehen und musste da zuschlagen, was eine gute Entscheidung war. Denn ein Lars Zepensa 21, ich wiederhole, Modell Nummer 21 eben, kann man hier erkennen durch das Loch hier in dieser Griffschale. Ja, das ist mittlerweile ja etwas schwer zu bekommen, da die 21er Modelle ja nicht mehr produziert werden. Nur mehr das Sebenza 31. Aber mein Modell ist und bleibt einfach das 21er Large Sebenza. Und jetzt mit der Droppoint-Ausführung, das finde ich einfach wunderschön, finde ich etwas schöner als das Modell mit der Inzingo-Klinge. Klassische Klingenform, Droppoint. Wunderbar einfach. Und es ist auch ein richtig ja, perfektes 21er Modell. Es gibt manchmal minimale Unterschiede in der Verarbeitungsqualität, bin ich drauf gekommen auch. Zum Beispiel hier Clip sauber versenkt. Hier. Es gibt manchmal Clips, wo die etwas tiefer versenkt sind, wo der Abschluss nicht so perfekt ist. Zum Beispiel, natürlich ist das Meckern auf höchstem Niveau. Aber in dieser Preisklasse, ja, da soll dann schon wirklich alles stimmen natürlich. Der Lock sitzt ziemlich am Anfang. Ja, 21er Sebenza typisch normalerweise etwas weiter drinnen, zur Hälfte ungefähr oder noch minimal mehr. Ein Grund ist auch der Lock, warum mir das 21er Modell lieber ist als das 31er, dass hier kein fetter Titanball drin ist, was dann auf der Klinge sitzt, sondern richtig satt. Der Frame selber, ja, gibt mir einfach etwas besseres Gefühl. Natürlich sitzt die Klinge sauber mittig zentriert. Ich muss sagen, wo ich das Messer bekommen habe, habe ich natürlich das alles sofort kontrolliert. Mit einer 5-Cent-Münze. Da kontrolliere ich dann immer die Zentrierung der Klinge. 5-Cent-Münze hier links und rechts kann man das sauber vergleichen. Und die Klinge war nicht exakt hundertprozentig mittig. Hat man mit freiem Auge jetzt nicht gesehen. Aber wenn man das mit einer Münze kontrolliert, kann man das wirklich exakt kontrollieren. Und wie gesagt, Zentrierung war nicht hundertprozentig, ich habe das Messer dann zerlegt, auch die Lanyard-Hülse rausgenommen, das Messer also etwas neu gefettet, zusammengebaut und dann war die Klinge hundertprozentig mittig. Ich habe jetzt keine Münzeberat hier, aber kontrolliert wieder, die Klinge ist jetzt ja, besser mittig, wie gesagt, hundertprozentig mittig zentriert. Ja, ist manchmal auch der Fall bei dem Sebenza. Die Erfahrung habe ich bei einem anderen Modell auch schon mal gemacht, dass die Klinge ja nicht hundertprozentig mittig war, wo ich es bekommen habe. Dasselbe Spiel wie hier. Messer zerlegt, zusammengebaut und dann ist die Klinge wieder mittig zentriert gewesen. Ja, es genügt ja, wenn auf einer Seite zu viel Schmierfett drinnen ist oder sonst was, würde schon genügen, dass die Klinge nicht hundertprozentig mittig sitzt. Aber das ist natürlich auch das Schöne bei so einem Griffmesser, speziell bei einem Sebenza-Messer, durch das Bushing-System zusammensetzen, alle Schrauben handfest anziehen. Und alles
sitzt sauber, wie es soll und fertig. Und das ist einfach Perfektion. Ein perfektes Taschenmesser. Ja, ihr seht, wie ich das Messer handhabe vielleicht. Aber ich öffne es ungern mit einer Hand zurzeit. Weil das einfach sozusagen mein Messergral ist. Das ist mein heiliger Gral, was Taschenmesser betrifft. Lange Zeit hatte ich ja ein Large Sebenza 21 mit der Ensingo-Klinge. Ja, die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen das. Das war damals auch mein Messergral, mein heiliger Gral. Ja, habe ich dann mal verkauft, aus finanziellen Gründen damals. Ja, und ist mir seitdem ja immer abgegangen, hatte ich immer vermisst. Und damals schon, wie ich es neu hatte, das war damals ja mein erstes richtig teures Taschenmesser. Ja, circa 500 €, ne, kann man hier sagen. Ja, und wie ich das bekommen habe, bin ich ähnlich umgegangen wie mit diesem hier derzeit. Vorsichtig, übervorsichtig, was natürlich übertrieben ist, aber heiliger Gral und so weiter. Ja, ich hatte damals sogar rumgefragt, wie man das Messer am besten lagert, im geschlossenen Zustand oder geöffnet. Ja, ich war einfach der Meinung, das Messer geschlossen, der Lock, alles ist unter Spannung, drückt auf die Klinge, ob das Messer auf Dauer, für das Messer auf Dauer gut ist. War der Meinung, besser ist für ein Taschenmesser, wenn man es im geöffneten Zustand lagert, aber alles übertrieben, aber ich will nur kurz wiedergeben, was mir so ein Taschenmesser bedeutet. Ja. Wie gesagt, mein heiliger Gral, was Taschenmesser betrifft, ich habe begonnen, es vorsichtig zu benutzen. Leichte Schneidaufgaben habe ich damit schon gemacht und derzeit nehme ich es in dieser Hülle mit. Und dazu muss ich erwähnen, dass die Hülle scheinbar nicht ganz original ist. Wer kommt jetzt drauf? Wer sieht hier den Fehler? Ja, natürlich hier. Think twice, cut once. Anstatt think twice, cut once ist hier ein G reingeschrieben worden. Die Hülle sieht original aus. Wurde auch von dem Verkäufer original bei Selected Knives bestellt. Warum der Gute dann hier scheinbar eine Fälschung bekommen hat. Keine Ahnung. Weiß der Gute auch selber nicht, aber ich bin demjenigen keinster Weise böse, denn es ist ein vertrauenswürdiger Verkäufer. Ist im Messermarkt bekannt bei vielen. Logischerweise ist dieses hier original, die Hülle aber nicht. Ja, aber ist mir ziemlich egal, irgendwann hole ich mir vielleicht eine originale. Sorry, Leute. Also, besser geht es für mich nicht. Es ist ein traumhaftes Messer. Perfekt verarbeitet. Ja, und wunderschön. Auch Chris Reeve Knives. Ja, ich kenne die Geschichte von Chris Reeve Knives. Ich habe sehr viele Videos darüber gesehen, auch Doku von Chris Reeve Knives. Könnt ihr auf YouTube natürlich ansehen. Gute Chris Reeve, der ist ja in Rente, kann man sagen. Der Sohnemann Tim Reeve heißt er, glaube ich, Tim. Ja, hat jetzt die Firma übernommen und ja, produziert weiterhin seine guten Taschenmesser. 21er Sebenza, ja, eine Legende.
weiß nicht wie viele Jahrzehnte das Modell gleich gebaut worden ist. Chris Reeve, er wollte, seine Vision war immer, das beste Taschenmesser auf dem Planeten zu bauen. Und ja, es ist zu Recht nach wie vor begehrt. Nachfrage ist nach wie vor groß an Chris Reeve Messern. Das ist einfach das originale Taschenmesser von Chris Reeve Knives, das Large Sebenza 21 oder Small Sebenza 21, was mir persönlich aber etwas zu klein ist. Mir passt das Large perfekt. Wahnsinn. Ja Leute, wunderbar. Besser geht es für mich nicht, wie gesagt. Das ist auf jeden Fall schon mal mein Taschenmesser 2023. Eigentlich kann man sagen, mein Taschenmesser überhaupt, wie gesagt, mein heiliger Gral. Leute, ich sage, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.